Dartspitzen wechseln. Die Handwerker unter euch werden das ein bisschen rüde, aber ohne besonderes Werkzeug selber hinkriegen. Wer Systeme wie Swisspoint oder 180R2 spielt, naja, der hat da gar kein Thema mit, da geht Spitzenwechsel in Sekunden. Die meisten von euch werden aber eingepresste Spitzen haben und deswegen ein besonderes Tool benötigen, einen Repointer, also Spitzenwechsler eben. Damit erzielst du gute Ergebnisse und wenn du ein paar Dinge beachtest, dann werden auch alle Spitzen gleich lang und gerade und ohne Riffel oder Kerben verpresst sein. Ich zeige euch in diesem Video einmal die Rüde-Methode und ihre Nachteile, gehe kurz auf die patentierten einfachen Spitzenwechselsysteme ein, gebe euch eine kleine Marktübersicht zu Repointern und dann gehe ich auf die kleinen Kniffe der Profis ein und worauf die beim Dartspitzenwechsel zu achten. Fange ich mal aus meiner Sicht mit den einfachsten und bequemsten Wechselsystemen an. Weil das Thema Dartspitzen wechseln hat sich jetzt eigentlich mit diesen Target Swiss Point System oder auch 180R2 Interchange enorm vereinfacht und damit ist halt jedem in Sekunden möglich, ohne dabei Fehler zu machen, Dartspitzen zu wechseln. Bei Target Swiss Point finde ich wirklich das einfachste und genialste System. Da gibt es Serien wie Spielerdarts, so wie hier den Target AL-X. Meistens kommen die ja mit Standardspitzen-Tool auch mal beigeliefert. Man schraubt das eigentlich raus und dann kann man jede andere Swisspoint-Spitze, die gibt es in drei Längen immer und in jeweils drei Farben, schwarz, silber, gold, über dieses Tool direkt wieder draufschrauben und schon habe ich eine längere Spitze in einer anderen Farbe. Gibt natürlich jede Menge Varianten mit Fingergrip, mit Boardgrip in Kombination mit beidem. Also da gibt es eine riesen Auswahl inzwischen sowohl an speziellen Darts, weil das ist immer die Einschränkung. Es müssen Swisspoint Dart Barrel sein mit den entsprechenden Swisspoint Spitzen. Auch 180 hat ein sehr einfaches System, um Spitzen zu wechseln. Das nennt sich R2 in der neueren Variante R2 Interchange. Da hat man vorne so einen Schraubkopf und kann die Spitzen einfach einschieben. Die haben so einen kleinen Gummiring, dass sich das hier ein bisschen verpresst. Und dann schraubt man das vorne auf, gibt nochmal so ein Tool, um das richtig festzuziehen. Und schon hat man die Spitze gewechselt. Das hier sind die neueren R2 Interchange Darts. Das ist ähnlich wie bei Swisspoint. Es gibt immer spezielle Barrel, die die passende Aufnahme dafür haben. Und was 180 hier ein bisschen anders oder flexibler macht, ist, dass man hier verschiedene auch Dicken an Points verwenden kann. Muss ich mal kurz hier in mein Tooldeck reingehen. Nämlich kann man zum einen jetzt natürlich ganz normale glatte Standardspitzen in 2,35 mm verwenden. Das heißt, ich tausche die jetzt hier einfach aus. Schraubt das vorne dran. Mit dem Tool könnte ich es jetzt festziehen, aber so. Jetzt habe ich eine ganz normale Standardspitze drauf. Kann aber auch, wenn ich möchte, auf Reflex Points wechseln. Und die Reflex Points sind ja deutlich dünner als diese Standard 2,35 mm. Denn die gibt es einmal in 2 mm und einmal in 1,5. So, dann nehme ich mal hier einfach so eine Reflex Point Spitze. Die ist deutlich dünner und hier war 180 clever. Die haben im Prinzip so ein kleines Adapterstück auf die Spitze geschoben. Das macht man einmal ab, damit die dünnere Spitze hier in diesen Aufnahmekopf passt. Dann nehme ich diese kleine Adapterhülle, die speziell halt für diesen Point ist. Da muss man aufpassen, dass man das nicht verliert und kann das dann hier mit dem Tool zusammen aufschrauben, nochmal nachdrücken, dass das passt und dann festziehen und jetzt habe ich eine deutlich dünnere Reflex Point Spitze drauf. Da das bei 180 hier vorne auch ein standardisiertes 2BA Gewinde ist, bin ich ebenso flexibel hier zum Beispiel auch ganz normale Conversion Points zu nutzen und könnte die Darts dann auch so spielen. Was ich bei diesen Systemen so cool finde, ist, es wirkt alles wie selbstverständlich, mal eben in Sekunden auf eine beliebige Dartspitze wechseln. Und dabei löst es enorm viele Probleme und Fehler, die normalerweise eben passieren können. Zum Beispiel, dass auch wirklich alle Dartspitzen gleich lang aus dem Barrel gucken, dass sie nicht irgendwie schief verpresst sind, also die eine so lang, die andere irgendwie so lang, dass sie natürlich fest genug sind, also die fallen dir nicht raus, wenn der Dart einmal steckt und du ziehst den raus, habe ich auch schon bei verpressten Spitzen erlebt, bleibt die Spitze stecken und du hast nur noch das Barrel in der Hand. Bei den Schraubsystemen auch ein Vorteil, wenn mal eine Spitze abbricht, dann kriegst du das Reststück auch jederzeit einfach raus.
Und du hast auch keine Riefen oder Kerben, die dadurch entstehen können, dass du hier mechanisch in ein Gerät einspannen und dann mit viel Kraft arbeiten musst. Das gibt es hier halt einfach nicht, weil natürlich das auch aufeinander abgestimmt ist. Sowohl die Points als auch die Barrel sind halt zu 100% kompatibel miteinander. Das macht die Systeme eben so einfach und fehlerfrei in der Anwendung. Und es gibt auch ein Gegenbeispiel, denn vor gut 3 Wochen, jetzt Anfang März, hat zum Beispiel die Firma Caliburn ihr Evo Darts Point-Wechselsystem vorgestellt. Das war oder ist eigentlich eine ganz coole Idee, dass sie nämlich ein System auf den Markt bringen wollten, mit dem man bei jedem Steel Dart die Spitzen wechseln kann. Und es funktioniert so, dass sie im Prinzip eine kleine Tülle haben, die man in das Barrel verpresst, also ähnlich wie ein Stück von einer Dartspitze, nur dass die ein Schraubgewinde hat. Und die Points, die du dazu kaufst, haben ebenso das passende Schraubgewinde, sodass du eigentlich statt einer kompletten Dartspitze nur die Aufnahme mit Gewinde in dein Barrel verpresst und dann kannst du halt die Spitzen aufschrauben. In der Theorie klingt es erstmal nach einem genialen Konzept. In der Praxis hat Caliburn selber sein System nach kaum einer Woche auf dem Markt direkt wieder zurückgezogen. Das System wollte ich ursprünglich selber testen, aber der Rückruf lief so schnell, dass sogar meine Bestellung wieder storniert wurde bei Darts Corner Co. UK, die das exklusiv erstmal vertreiben wollten. Finde ich auch in Ordnung, wenn eine Firma merkt, hey, unser System funktioniert gar nicht so wie gedacht oder es gibt Probleme, dass sie das Ganze jetzt erstmal rückrufen und nochmal überdenken und dann optimieren. Darren vom Darts Review Channel hat es auch schon mal ausgetestet und geht da auch nochmal auf die Probleme im Kern ein. Thank you, mate, that I can use your snippets. Grüße gehen raus an dich, Darren vom Darts Review Channel. This is a review of the Caliburn Evo point system. A few people have had problems with it already, with the little spigots breaking. The thing is, it's a good idea to try and make a universal system that will work in all darts. But the problem is, all darts are not standard. They all have different depths of hole and different thicknesses. And there's not much depth at all in that. 5.52. Was Darren anspricht, ist im Grunde das gleiche Problem, das man beim Repoint mit einem Spitzenwechsler haben kann. Denn je nach Hersteller und Modell sind die Sacklöcher der Barrelnose unterschiedlich tief, mitunter auch mal enger oder weiter. Ebenso sind die Dartspitzen in der Regel 2,35 mm im Durchmesser, ja, aber auch hier manchmal dicker, etwa bei Target Storm Points oder eben auch dünner, zum Beispiel bei den Unicorn Volute Points. Die eine Lösung für alle ist daher echt schwierig zu realisieren. Also im ersten Schritt hätte ich es fast besser oder einfacher gefunden, wenn Caliburn auch Evo-Spitzen zu speziellen Caliburn Evo-Darts angeboten hätte. Ich nenne es gern die rüde Methode und die verlangt ein bisschen handwerkliches Geschick. Habe ich für euch ausprobiert, irgendwo mal vor einiger Zeit so ein Video gesehen, wie man mit einer Blindnietenzange eigentlich sogar ganz gut und effektiv Darts Points aus dem Barrel kriegt. Das geht in der Tat recht einfach, hat aber auch so gewisse Einschränkungen. Und dann wird nichts anderes gemacht, als dass man sich so einen Aluschaft hernimmt, den oben absägt, den aufs Barrel schraubt. Und dann wird halt die Spitze einmal in einem Amboss eingespannt, dann Barrel draufgesetzt und mit dem Hammer wird das Ganze dann halt in die Barrel Nose eingehämmert. Und fange ich da mal von vorne an, also das Darts Points entfernen, so als Notlösung oder auf die Schnelle, muss ich sagen, funktioniert sogar ganz gut und einfach. Das habe ich hier einmal bei meinen ganz einfachen Side-Dry Tungsten Darts ausprobiert und das ist wirklich super easy. Einmal einspannen, zweimal sozusagen festziehen, dann klemmt sich hinten dieser Dart Point und dann wird er halt durch den Gegendruckpunkt, den hier so eine Barrel Nose hat, weil sie eben eine Kante drin hat, ratzfatz ist der Point entfernt. Genauso wie ich das jetzt bei diesen Gabriel Clemens Darts von Target machen konnte, die hier vorne auch nochmal eine kleine Kante haben. Also so wie hier eine minimale Kante am Barrel ist, so als Gegendruckpunkt, kann man das mit dieser Methode machen. Aber, jetzt kommt schon das erste Aber, das gibt zum Beispiel ja auch solche Barrel, die haben einen fließenden Übergang, wie hier diese Storm Points. Ich glaube, das sind Mission Points, ist egal. Aber hier hat die Nietenzange eben keinen Ansatz als Gegendruckpunkt, sondern das ist der Point selber. Und wenn du da auf Biegen und Brechen die Zange gewaltvoll, wenn sie nämlich einmal klemmt, kriegst du es auch nicht so eben lose, durchziehst, ja dann, hier habe ich zum Beispiel eine Spitze direkt mit abknapsen können. Das geht auch eher in Richtung, wenn du danach die Points nicht nochmal irgendwo anders verpressen willst. Ich zeige das auch mal hier im Bild und das liegt halt einfach an so einer Blindnietenzange. Die ist ja dafür nicht gemacht. Die hat halt 3 solche Klemmbacken an einer Feder und wenn man den Point dann hier einspannt, dann ist das wie so eine Verzahnung und dann ziehe ich halt mit Gewalt den ganzen Point
über diese Klemmung hier raus und deswegen kriege ich da auch richtig schöne Riffel und Riefen auf meinem Point. Der schwierigere Part, wo aber auch wirklich viel schief gehen kann, ist dann eher die neuen Points wieder in das Barrel zu bringen. Denn da wirst du dann diese Points einspannen. Der ist ja auch oft eher grobschlächtig. Wenn du nur Metallbacken hast, dann hast du hier auch direkt schon mal Riefen drauf. Dazu muss ja so ein Point wirklich gerade drin klemmen. Na, und dann setzt du dein Barrel auf mit dem abgesägten Schaft und fängst halt an, von oben mit dem Hammer draufzuschlagen. Muss man auch ein bisschen Feingefühl haben und wenn du nur schief einspannst oder halt schief draufhämmerst, dann kann die ganze Spitze zum Beispiel auch schief eingehämmert sein. Machst du das Ganze zu kräftig, dann ist sie dir entweder direkt zu tief drin, also du hast da nicht wirklich eine Kontrolle, wie weit die Spitze jetzt reingeht. Oder, und das ist mir auch einmal passiert, war ein bisschen unvorsichtig, naja, und dann zack, ist sie mir direkt abgebrochen. Und deswegen sage ich ja, das ist eher die rüde Methode. Selbst bei so erfolgreich eingehämmerten Spitzen, muss man ja sagen, braucht es dann wirklich ein bisschen Geschick und Feingefühl, dass die alle auch gleich lang rausgucken und dass sie zum Beispiel nicht in irgendeiner Form schief oder verbogen sind. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und gucken, was passieren kann, wenn man da nicht vorsichtig und so weiter vorgeht. Und ich finde die Fehlerquellen, das ist... kann ich jetzt nicht mal einfach so empfehlen, würde ich selber auch nie wieder auf die Art machen. Die Mehrzahl der Darts am Markt haben nach wie vor verpresste Spitzen, also in das Barrel gepresste Spitzen. Und um die dann mal zu tauschen oder zu erneuern, gibt es spezielle Tools, die nennen sich dann Repointer. Wie ihr am Screenshot schon seht, Repointer gibt es in verschiedenen Preisklassen und auch von unterschiedlichen Marken. Die Preisrange liegt hier so von 45 Euro bis 170 Euro. Ich würde es grob in drei Kategorien einteilen. Zum einen die einfachen, kompakten Repointer, so im Preisbereich 45 bis 60 Euro. Zum Beispiel gibt es da von Mission einen Repointer, der Harrow's Easy Repointer, den ich selber auch schon mal hatte. Empfehlenswert finde ich da den Designer R4 Pro, den bekommt ihr auch ganz oft und zwar, weil es zudem zum Beispiel auch Ersatzteile gibt, da komme ich dann noch drauf zu. Aber es gibt auch bei Amazon die Marke SciLife ganz oft zu finden, auch da gibt es so einen Repointer, von Bulls gibt es ein einfaches Einstiegsmodell oder auch von Caliburn, wie jetzt eingangs die neue Darts-Marke schon erwähnt. Die Mittelklasse-Modelle, so würde ich es mal einordnen, liegen im Preisbereich 80 bis 100 Euro. Da gibt es zum Beispiel von Winmore den Craftsman oder von Red Dragon, das ist baugleich, der nennt sich dann Helix. Hatte ich auch schon mal in einem ausführlichen Test, die sollten so um die 81 bis 85 Euro aktuell erhältlich sein. Was ist bei denen besser oder anders? Meistens sind die einfachen, kompakten Repointer aus Stahl. Eine Preisklasse höher hast du dann schon ein bisschen höherwertiges Material und zum Beispiel gehärteten Stahl oder auch schon Edelstahl. Dritte Kategorie sind die hochwertigen Repointer, Preisbereich 110 bis 170 Euro. Dazu zählen von Qsol der Touch, nennt er sich, sollte so 110 Euro derzeit kosten. Ich habe hier den 180 Dart Point Changer, heißt er glaube ich offiziell, auch so um die 110 Euro erhältlich. Nach meinem Dafürhalten einer der besten Repointer, sage ich aber auch gleich, wenn ich die Spitzen wechsle, was ich daran ganz gut finde. Und es gibt, ja, oberste Preisrange, immer der Target Multipointer nennt er sich. Derzeit so um die 170 Euro müsste da der Preis liegen. Wenn dich übrigens solche Marktübersichten mit aktuellen Preisen interessieren, wie hier die Repointer oder aber auch Dartboards im Vergleich, LED-Ringe oder auch Dämmsysteme und du Schnäppchentipps und mal ein paar Insights zu neuen Darts oder zum Beispiel dem bald kommenden Target Omni erfahren möchtest, melde dich gern zum Dartsgate Newsletter an. Als kleines Dankeschön könnt ihr bis Ende März insgesamt 50 Euro bei meinen Partnerangeboten sparen. Link ist unten direkt in der Videobeschreibung zu finden. Würde mich freuen. Okay, dann zum Repointer und wie das mit dem Spitzenwechsel vernünftig klappt. Ich repointe jetzt mal zwei Dartsets, habe ich mir ausgesucht und kann dabei dann vielleicht ein paar Tipps geben, worauf man so ein bisschen achten sollte. Die ersten Darts, die ich repointen werde, sind die Loxley Arambini Darts. Schöne Scallop Darts, schön ausgeformt hier vorne, aber mit einer ordentlichen Kante. Das ist immer nicht so materialschonend. Man sieht es vielleicht auch ein bisschen am Flight, wenn die dann hier aufeinander gehen, dann macht es dein Setup hier hinten schneller kaputt, kann aber auch mal zu blöden Bouncern führen. Und das möchte ich entschärfen durch so eine Target Stormpoint Spitze. Da habe ich mir jetzt auch goldene ausgewählt, denn die sind auch sehr einfach zu verpressen, weil man hier einen Anschlag hat. Da muss man sich jetzt nicht drum kümmern, wie tief die zum Beispiel in so ein
Barrel kommt und damit sind sie halt auch mal gleich lang, wie sie rausstehen. Das ist also der einfache Fall. Ich nehme sehr, sehr gerne den 180 Darts Repointer und kann hier auch kurz zeigen und begründen, warum. Zum einen, der ist vom Material Edelstahl, also super haltbar. Zum zweiten, man sieht es ein bisschen an der Form, der hat hier oben eine Verbreiterung, da kann ich dann nämlich sehr gut greifen und habe dann eine Gegenkraft, weswegen ich hier sehr einfach Points rein- und rausnehmen kann. Und das klappt auch sehr schön in der Hand, weil jedes Teil hier, jede Kante ist auch entgratet, also egal wo ich anfasse, da ist nichts scharfkantig. Dazu hat er hier einen sehr, sehr langen Spindelweg, also wir können auch längere Barrel oder auch in Kombination mit langen Spitzen, da kriegt man eigentlich alles rein, was es am Markt so gibt. Die Kurbel hier hinten gefällt mir, die ist klein, ergonomisch, da klappert aber nichts, da muss man nicht irgendwie eine Stange einführen, die dann irgendwie noch Spiel hat und irgendwie immer rumrutscht, das nervt. Dazu sieht man es ein bisschen an der Bauweise, hier sind überall Madenschrauben drin, das heißt, ich kann das ganze Ding auseinandernehmen, heißt aber auch, ich kriege zu jedem einzelnen Teil Ersatz. Und Ersatzteile, das kann bei den günstigen Repointern tatsächlich mal ein Thema sein, denn hier ist ja eine Klemmung drin und diese beiden Schrauben, die werden früher oder später, wenn man sie ja richtig fest manchmal anknarzen muss und auch wieder rausdrehen, können euch die Gewinde hier mal rausgehen, wenn es kein gehärteter Stahl ist. Das sind in der Regel M4er oder M5er Schrauben, das heißt, da müsstest du auch so ganz normalen Ersatz bekommen. Wo es manchmal schwieriger wird, ist diese 2BA Barrel Aufnahme hier. Wenn du die nicht tauschen kannst, die ist hier zum Beispiel durch eine Madenschraube von oben nochmal verklemmt, lässt sich also rausnehmen. Ich habe aber auch schon mal einen Repointer gehabt, ich glaube, das war der von Harrows. Vielleicht hat sich es inzwischen auch geändert, aber war die Aufnahme zum Beispiel draufgeschweißt und dann hat sich bei mir das Gewinde im Laufe der Zeit ausgenudelt, das heißt, die Barrel saßen da gar nicht mehr fest drauf und ich konnte es nicht tauschen. Und damit schmeißt du deinen ganzen Repointer, der so um die 50 Euro kostet, weg, kaufst dir im Prinzip so ein Ding nochmal und dann bist du auch gleich bei den 100 Euro, die ich für sowas hier bezahle. Gut, 10er mehr, aber ihr wisst, was ich meine. Da dieser Repointer von 180 ist und ich ja auch gerne Reflex Points spiele, gibt es hier zum Beispiel auch nochmal ein separates Klemmadapter für dünnere Spitzen. Übrigens auch so ein Thema, hier habe ich eben von oben und unten eine Hohlkehle, also kann wirklich gleichmäßig so einen Point klemmen. Ich habe auch schon einfachere Repointer gesehen, die haben eigentlich nur eine Hohlkehle unten und oben ist quasi glatt. Und dann braucht man sich nicht wundern, dann kann man zwar die Points gut klemmen, aber dann hast du natürlich genau eine Kerbe oder Riefe drin. Aber auch da kann man sich etwas behelfen, wenn du so einen Repointer hast, wo das mit der Klemmung potenziell immer so ist, dass du da auch Kerben auf die Points drauf kriegst. Und einige sind da halt auch ein bisschen empfindlicher, gerade wenn die Finger Boardgrip haben. Grüße ich hier einmal Peter Wrobel und Familie. Denn der hat mir hier so eine Art Filzband geschickt, das man einmal ganz klein schneiden kann und dann um die Points wickeln, bevor man die in so ein Ding einspannt. Das wird, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, zur Vibrationsdämpfung in Auto-Außenspiegeln und so benutzt. Ist ein filzähnliches, sehr dünnes Material, lässt sich da prima für diese Darts klemmen. Bei einigen habe ich aber auch schon ein Stückchen Wachspapier zum Beispiel gesehen zum Schutz oder auch ein bisschen hier Wattepads von den Frauen mal eben kurz gemopst. Also einfach ein bisschen Schutz um den Point drumherum, dass der dir nicht verkratzt. Aber gleichermaßen darf es nicht so rutschig sein, dass dir die Points eben wieder rausrutschen zum Beispiel, wenn du die Spitze rausziehen möchtest. So, dann ran ans Repointen von den Loxley Arambini. Erstmal muss die Spitze heraus. Das heißt, ich mache hier oben die Klemmung etwas lose, sodass ich den Dart hier schon mal vorschieben kann. Dann drehe ich das Ganze auf dem Gewinde hier fest und muss hier mal die Hand wechseln. Ich bin Linkshänder, aber deswegen kann man das, glaube ich, auch ganz gut sehen. Und jetzt drehe ich nicht etwa zurück in der Klemmung und mache das an dem dünnen Ende des Points. Das zeige ich hier auch nochmal. Ich denke, man sieht ja ganz gut, der Point ist ja hier vorne schmal zulaufend. Und wenn ich an diesem Ende jetzt versuche zu klemmen, dann kann es sein, dass das eben nicht sauber hält oder ich genau nur an einer Stelle klemme und dann kriege ich so eine Kerbe rein. Daher ist meine Empfehlung bei solchen Points, auch beim Rausziehen schon, eigentlich bis dahin vorfahren, wo man auch sieht, dass der Point sowohl hier vorne wie auch hinten einen einheitlichen Durchmesser hat. Bisschen Luft noch zur Barrel Nose lassen für alle Fälle und dann schraube ich erstmal lose fest. Also vom Handling, ich könnte natürlich den hier nutzen, aber den brauche ich nicht. Ich mag den Griff von diesem Tool hier lieber. Der hat hier auch so einen Kugelkopf, auch hier erstmal beide Schrauben nicht sofort super fest anknallen. Und wenn man merkt, dass die gleichmäßig angezogen sind, dann mache ich das hier nochmal mit dem Sechskant für vielleicht eine Viertelumdrehung. Und damit ist das jetzt fest genug. So, halte also hier vorne fest bei meinem Repointer und jetzt kann ich anfangen zu kurbeln. Das Knacken ist mehr oder weniger schon ganz normal und ein Zeichen, dass der Point bereits lose ist.
Gerade bei Loxley Darts habe ich auch festgestellt, die sind wirklich ordentlich angeknarzt. Und jetzt siehst du ja schon den Abstand, der Point ist draußen. Ich kurbel trotzdem immer schon mal etwas weiter zurück, denn jetzt brauchst du ja Platz, damit die nächste Spitze hier rein kann. Und das Barrel kannst du auf dem Repointer drauf lassen. Also Schrauben wieder lösen, die Aufnahme lose ist und dann kann man die Spitze schon rausnehmen. Und jetzt kommt die neue Storm Point hier rein. Auch hier schiebe ich die wieder so weit vor, dass der Durchmesser annähernd gleich ist. Und dann kann es auch schon losgehen. Jetzt drehe ich erstmal den Schlitten mit meinem Barrel bis auf den Dart Point und die Aufnahme vor. Und du siehst schon, der landet jetzt nicht direkt auf dem Point. Das ist aber auch jetzt ein wichtiger Schritt, den man eben nicht tun sollte, auch bei diesen kleinen Repointern, hier zum Beispiel drauf zu fassen. Denn wenn du hier drauf fasst und der Schlitten ist selbstzentrierend, dann blockierst du das eigentlich, siehst nicht richtig, was Sache ist, aber weil du keine andere Kraftübertragung hast bei diesen schmalen Repointern, fängst du dann an, hier hinten jetzt zu drehen und drauf zu kurbeln. Wenn es dann ganz doof läuft, dann hast du genau sowas und hast einen Versatz drin, kurbelst dir hinten mit Gewalt drauf und machst dir eigentlich die Barrel Nose kaputt. Oder, ja, wenn es besser läuft, dann kriegst du zwar den Point irgendwie rein, weil die auch hier angefasst sind, könnte aber zum Beispiel schief verpresst sein. Darum, ich gehe hier immer einfach bis ran, richte das ein bisschen aus und jetzt merke ich mir auch die Stellung meiner Kurbel. Also in dem Moment, wo ich jetzt auf dem Point drauf bin und das merke ich ja, dass sich das jetzt über den Point schiebt, brauche ich mir hier bei Stormpoint sowieso nichts merken, denn ich kann jetzt hier umdrehungsmäßig einfach drauf kurbeln, so viel ich will, bis der Point eben vollständig an der Barrel Nose ist. Bei den anderen Points, die ich aber gleich nochmal einpressen werde, geht es auch darum, die gleichmäßig tief einzupressen und dann zähle ich hier einfach immer halbe oder ganze Umdrehungen, dass ich genau weiß, wie viel habe ich beim ersten Dart gemacht, wie viel mache ich bei dem nächsten. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Ist auch ein schöner, sauberer Übergang geworden. Jetzt kann ich meinen gerepointeten Dart rausnehmen und mache das halt mit den anderen genauso. Aufnahmelose Schrauben, Schlitten nach hinten und jetzt ist hier auch nicht weiter schlimm. Wenn ich den lose schraube, dadurch, dass ich die Klammer da oben auch locker habe, kriege ich das hier wunderbar rein und raus. Und da würde ich mal sagen, das wird besser funktionieren. So, da habe ich Nummer 2 und jetzt kommt nochmal Nummer 3. Barrel drauf, Point rein, Schlitten bis auf den Anschlag vordrehen, helfen zum Ausrichten und ab geht die Luzi. Ready! So, jetzt kann das Ding für die Zukunft nur sein, so schön das halt jetzt mit der Stormpoint hier für diesen Dart ausschaut. Wenn ich jetzt irgendwann wieder auf eine normale durchgängige Spitze wechseln möchte, kann es sein, dass meine Barrel-Aufnahme hier ein kleines bisschen ausgenudelt ist. Denn wie ich vorhin auch schon mal eingeblendet habe, Darts haben in der Regel, also die Points, einen Standarddurchmesser von 2,35 mm. Aber bei Points dieser Art ist die Aufnahme hinten gerne mal 2,38, also minimal größer. Und wenn ich, wie gesagt, die jetzt mal rausziehen wollen würde und wieder auf so eine Standardspitze gehen, dann kann es sein, dass die erstmal gar nicht richtig fest ins Barrel geht. Ich also auch schon bei Reinpressen merke, dass ich entweder deutlich tiefer muss, das hängt wieder davon ab, wie tief die Bohrung da eigentlich ist, oder ich habe generell irgendwie eine etwas zu lose Spitze im Barrel. Und dann ist der einfache Trick der Profis, ein Tropfen Sekundenkleber, viele nehmen Loctite, Hauptsache es ist ein guter, vernünftiger Sekundenkleber, einen Tropfen da hinten auf diese Points machen, idealerweise, wenn ihr die halt schon im Repointer mit drin habt, sonst habt das an den Fingern, das ist nicht gut, und dann halt mit dem Schlitten vorfahren, nicht mehr drauf touchen und drauf drehen. Guter Sekundenkleber reicht dann aus, dass ihr auch einen eigentlich etwas zu schmalen Point in so ein bisschen ausgenudeltes Barrel oder halt eine etwas größere Aufnahmeweite trotzdem reinbekommt. So, das zweite Dartset, das neue Spitzen bekommen soll, sind die Harrow's Shard. Die habe ich mir jetzt bewusst auch ausgesucht, denn hier ist auch die Herausforderung, es ist ja, das nennt sich ja Seamless Point. Also die Barrel Nose hier vorne ist sehr, sehr eng anliegend an diesen Point und hat damit auch recht wenig Material. Also hier kann man relativ schnell, wenn man nicht sauber arbeitet, auch die Barrel Nose kaputt machen. Und gerade so Kerben und Riefen willst du da vorne auch nicht haben, wenn du mit dem Finger irgendwann drauf fasst. Metallspäne, diese Sachen, das ist halt wirklich sehr, sehr unangenehm. Die Harrow's Shards sind also in zweierlei Hinsicht herausfordernd. Ich habe eine sehr, sehr dünn zulaufende Barrel Nose und ich möchte hier solch glatte Points verpressen. Da die aber eben keinen Anschlag haben, müssen die natürlich alle gleich lang und gerade hier auch ins Barrel gehen.
Ich werde die Standard schwarzen Points hier durch ebenso schwarze ersetzen. Das sind die von Mission. Ich glaube Ripple nennen die sich. Die haben vorne so einen leichten Board Grip. Sind dann am Ende, auch wenn sie verpresst sind, ein kleines bisschen länger. Und sollten vom Durchmesser hier auch ganz gut in die Aufnahme passen, also dass ich mir das da nicht ausnudle. Und da sind genauso Sachen, die traue ich mir zu, weil ich weiß, ich habe einfach einen guten Repointer. Und ebenso, wenn man ein bisschen die Marken und Hersteller kennt, wie gesagt, bei Herostarts weiß ich auch, dass die Aufnahme für den Point hier tief genug gebohrt ist, dass das auf jeden Fall hinhaut. Weil Empfehlung ist ja eh immer so 5-6 mm sollte man ins Barrel pressen. Und da hast du bei diesen Winmon oder Red Dragon Darts schon mal ein bisschen weniger Spielraum, weil die in der Regel nie so tief gebohrt sind. Das liegt dann zwischen 5 und 6 mm. Bei Herostarts und einigen anderen kannst du davon ausgehen, dass du so 8 bis 10 mm auf jeden Fall Platz hast. Also auch hier wieder Barrel drauf. Die Backen da vorne sind lose, das heißt, ich drehe mir das Ganze direkt vor. Und weil ich hier auch einen Point habe, der vorne zulaufend ist und hier hinten dann den durchgängigen Durchmesser hat, gehe ich da relativ weit an die Barrel Nose vor, dass ich gerade mal so einen Millimeter Platz habe. Denn jetzt ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich auch über den gesamten Durchmesser gleichmäßig mit diesen Backen hier klemme. Einmal eine gute Sache, verklemmt zu sein. Oh, wenn es knarzt, das war jetzt eigentlich ein Ticken zu fest. Ist nicht weiter schlimm, aber auf jeden Fall, da geht es dann schon so ein bisschen ans Gewinde. Ne? Deswegen ist früher oder später irgendwann halt auch der Ersatz so ein Thema. Und schon kann ich anfangen, habt das gehört, Knacks, den Point rauszudrehen. Man sieht eigentlich jetzt auch schon sehr schön, wie weit der Point eigentlich drin war. Also die 8 bis 10 mm Tiefe, die hauen auf jeden Fall hin. Also wieder lose schrauben. Ja, und das ist genau dieses Geknarze, nicht so dolle fürs Gewinde. Auch da hilft ab und zu mal ganz leicht, solche Teile hier Metall auf Metall natürlich mal ein bisschen zu ölen, also das wirklich auch zu pflegen. Nicht, dass das trieft und tropft, aber alles halt leichtgängig geht. Ne? Betrifft auch die Spindel zum Beispiel. Ist immer nicht so gut bei so Teilen, wenn die komplett trocken laufen. So, dann nehme ich hier meine Ripple Point. Die schiebe ich jetzt ungefähr bis zum ersten Ansatz durch. Da hat sie für mich so einen halbwegs gleichmäßigen Durchmesser. Schlitten vordrehen bis an den Point-Ansatz. Einmal kurz helfen und man sieht schon, das ist wirklich sehr, sehr knapp vom Material und passt gerade so in der Dicke auf diesen Point. Und jetzt ist bei mir, ich muss mir nichts markieren oder merken, wie viel Millimeter und so weiter. Ich weiß, ich habe jetzt ganz lose meinen Ansatz auf den Point, stelle mir meine Kurbel quasi hochkant und fange jetzt einfach an mit einer halben Umdrehung, eine Umdrehung, anderthalb. Jetzt merke ich, dass die so ein bisschen Gegendruck kriegt. Ne? Jetzt geht die Pressung los. Zwei Umdrehungen, zweieinhalb, drei Umdrehungen, dreieinhalb. Jetzt wird es schon ein bisschen schwergängiger. Und ich sehe an dem Point aber auch, der hat hier so eine kleine Riffelung. Also soweit kriege ich das noch drauf. Also mache ich hier noch eine halbe. Und jetzt bin ich da drauf. Das sieht gut aus. Sehr schön. Aber wäre die Spitze in irgendeiner Form schief, kann man auch direkt von vorne mal so drauf gucken, wie in Pistolen oder einem Gewehrlauf. Dann würde man das, wenn man es in der Hand leicht dreht, auch an der Spitze sehen, ob die nicht ganz rund läuft, ne, sondern eher wie so eine Spirale. Also Point Nummer 2. Wenn ich mir mal nicht sicher sein sollte, kann ich das auch erstmal so lassen, kann den anderen Dart hier natürlich mal gegenhalten und direkt vergleichen, kann man auch noch mal kurz kontrollieren, ob das soweit schon passt. Und lieber einmal zu früh als zu spät, dass du halt weißt, okay, dann mache ich jetzt noch mal eine Viertel oder eine halbe Umdrehung, Vergleich nochmal und dann sollte es eigentlich auch wirklich gleichmäßig gehen. So, für den letzten können wir, glaube ich, abkürzen. Spitze raus, Spitze rein. So wird es dann wohl in Ordnung sein. Operation geglückt, Patient abgenippelt, aber wenn man hier auch nochmal ein bisschen genauer schaut, Spitzen sind alle ordentlich verpresst. Ich habe hier auch keine Unregelmäßigkeiten, gerade diese dunklen Points sind hier vorne am Ansatz wirklich empfindlich, aber ist halt eine saubere Klemmung, vernünftig gearbeitet. Also mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.
Ja, wenn du dir selber das vielleicht nicht zutraust oder sagst, ich habe jetzt aber nicht irgendwie so einen höherwertigen Repointer, bin mir da nicht so sicher, dann kannst du natürlich auch einen Spitzenwechselservice in Anspruch nehmen. Das bieten die meisten Händler, meine ich, pauschal an. Wenn du Darts kaufst, kannst du dir zum Beispiel oft kostenlos direkt schon die gewünschten Spitzen einpressen lassen. Geht aber auch im Nachgang. Dann sendest du quasi einfach deine Darts zu, kaufst aus dem Angebot meistens des Händlers entsprechend die neuen Points und dann zahlst du irgendwo zwischen 2 und ich glaube 5 Euro und dann werden dir deine Darts wie gewünscht auf deine Barrel gebracht. Da allerdings, und ich denke, das habe ich jetzt im Laufe des Videos auch gezeigt, es kann so Grenzfälle geben, wo man sagt, boah, lieber nicht. Da kann ich dann nicht für garantieren, dass die dauerhaft oder wirklich ordentlich da verpresst werden können. Also da gibt es nicht immer eine Erfolgsgarantie. Das kann, wie gesagt, einfach mal wirklich doofe Kombis geben, wo man dann sagt, lieber nicht, also deinen Barrel zuliebe. Und das soll es von mir gewesen sein zum Thema Dartspitzen wechseln nach der einfachen und bequemen Methode mit Target Swiss Point und 180 R2 Interchange, der Rüden-Methode mit Hausmitteln, Hammer und Schraubstock und einigen Tipps zu der ganz normalen Standardmethode mit einem Repointing-Tool für Points, die eben einen Anschlag haben oder auch solche ganz ohne. Wenn ihr das selbst nicht machen wollt, ist das wie gesagt kein Thema. Es gibt Spitzenwechselservice bei nahezu jedem Händler, aber auch im Vereinsheim. Irgendjemand, der eben zum Beispiel auch einen Repointer hat und sowas öfter macht, fragt da einfach nach. Ihr müsst euch nicht zwingend sofort ein super teures Tool kaufen. Und wenn ihr euch dann doch dazu entscheiden solltet, na dann hilft vielleicht die kleine Marktübersicht. Und grob die drei genannten Preiskategorien. Ich freue mich wie immer über eure Kommentare und wenn ihr Lust habt, ein bisschen mehr über Darts und ein paar Insights zu erfahren, aktuelle Events, Schnäppchen und was vielleicht demnächst so im Launch kommt, dann hier nochmal der Hinweis auf den DartsGate Newsletter. Link zur Anmeldung findet ihr unten in der Beschreibung. Lieben Dank fürs Reinschauen, bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, good Darts, euer Olli.